Hallo ihr Lieben, ich habe mir heute den Shagapo gesattelt und wir gehen ein bisschen ausreiten. Ich habe gehofft, dass das Wetter ein bisschen besser ist. Es zieht sich jetzt irgendwie zu, aber ich wollte euch trotzdem ein bisschen mit ins Gelände nehmen. Und vielleicht kann ich das ja auch nochmal machen, wenn das Wetter wieder besser ist und euch zeigen, wie schön es bei uns ist. Bist du motiviert? Bist du motiviert? Ja, ne? Ich glaube, seine Motivation hält sich in Grenzen. Verzeiht mir bitte, wenn der Po vielleicht ein bisschen staubig aussehen sollte. Aber er hat sich irgendwie auf dem Paddock gewälzt und es war nass und er war mit einer kompletten Kruste überzogen und es war nicht so einfach wegzukriegen. Und der Staub hängt noch so richtig schön im Fell drin. Naja, aber ich habe mein Bestes gegeben, um ihn sauber zu kriegen. Ich habe erst einen Espresso geritten, weil ich gedacht habe, dass es noch ein bisschen schöner ist, wenn die Sonne ein bisschen am Untergehen ist. Boah, ihm ist mir irgendwas ins Gesicht geflogen. Habt ihr es gesehen? Ja, ich habe mir gedacht, es ist ein bisschen schöner, wenn die Sonne noch am Untergehen ist und die Rapsfelder dann schön leuchten mit Sonne und jetzt ist die Sonne leider weg. Schade, aber es ist trotzdem schön, weil es auch warm ist. Kennt ihr das, wenn ihr alleine ausreiten seid und im Gelände ein Pferd trefft? Ein fremdes Pferd. Das hatten wir eben. Da stand nämlich einfach so ein Feld am Wegrand. Ein Pferd am Feldrand zum Grasen. Und das war natürlich hochdramatisch. Ein fremdes Pferd im Gelände. Was ist daran so schlimm? Kennt ihr das auch, wenn man sich wegen so unnötigen Sachen aufregen muss? Naja, jetzt sind wir wieder ganz entspannt. Und ja, ich schneide mir jetzt die GoPro auf den Kopf. Hallo. Und nehme euch ein bisschen mit.
So ihr Lieben, das war jetzt unser kleiner Ausritt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich konnte euch ein paar kleine Einblicke geben in unseren entspannten Sonntagabend-Ausritt. Der Po ist auch total entspannt und ja. Ach so, noch eine Frage. Und zwar ist hier in der Nähe... Boah, stolper nicht. Ist hier in der Nähe eine Burg, eine Ritterburg. Und da kann man auch richtig schön ausreiten. Und der Wald davor ist total schön. Wenn ihr wollt, kann ich da ja auch mal ein Video machen und euch mitnehmen. Hoffentlich auch bei richtig schönem Wetter. Schreibt es mir doch mal, ob ihr Lust auf so ein Video habt. Oder generell eure Videoideen, weil ich jetzt wieder ganz, ganz fleißig neue Videos machen möchte. Und ja, dafür brauche ich auch neue Ideen. Schreibt mir die auch gerne mal. Wir sind jetzt auf jeden Fall so gut wie im Stall zurück. Das war's mit dem Video. Und ich sage mal, bis zum nächsten Video. Tschüss. Auch noch Tschüss sagen, Furchen.